Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. Ja, und wir sind jetzt unter dem Bett bei der zweiten Gaspumpe, weil der hier leider abgespeichert hat. Und der Spacko ist hier in der Nähe. So, jetzt müssen wir nur noch den Generator anschalten. Und hoffentlich verschwindet der Spacko, ey. Hoffentlich läuft er jetzt zum Hauptschalter. So, wir gehen jetzt mal schnell hier raus. Er wird nämlich immer wieder kommen, wahrscheinlich. So, beeilen wir uns. Wo geht der hin? Wohin geht der? Komm, wir gehen einfach hier rum. Wir müssen uns verdammt nochmal beeilen. Der Spacko. So, schnell, schnell drücken. Und schnell weg hier. Schnell weg hier, schnell. Schnell weg hier. So. So, sind wir richtig? Jawohl, wir sind richtig. Boah, hoffentlich kommt er nicht durch den Schlitz, ey. Einen Moment Pause. Okidoki. Gleich müssen wir nachladen. So, ach so, geht's auf. Warte mal. So, die Tür ist offen. Wir gehen mal eben zurück gucken. Ach nee, das sah so aus, als wäre da noch eine Treppe. Aber okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier zurück. Wir haben ja jetzt wieder Strom. So. Hoffentlich ist jetzt hier keiner. Weil hier lief ja irgendwo der Spaddel rum, hier auf der linken Seite. So. Ja, jetzt haben wir überall wieder Licht. Das ist gut. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich guck mal eben. Kehre zum Sicherheitszimmer zurück. Okay, dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal gucken. Blub, 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 blub. Ah, die Toiletten. So, mal gucken. Vielleicht finden wir ja nochmal was. Das wäre ja super. Nein. Okay, das sieht nicht... Nein, das sieht wie immer nicht sehr schön aus. Dann gehen wir mal lieber wieder. Mal schauen, finden wir denn hier nochmal was? So ein paar Batterien. Blub, blub, blub. Alles verschmiert hier. Voll die Sauerei, ey. Ich mach das nicht bestimmt. Ich mach das nicht sauber. Das könnt ihr selber machen, Jungs. Ja, hier haben wir nichts. Okay. Dann gehen wir zurück. Gucken, dass wir wieder zum Sicherheitsterminal kommen. Und hoffentlich macht der dieser komische Fuzzi da, der uns ja da gefunden hat, nicht schon wieder den Strom aus. So, hier ist Sicherheitsterminal. Warte mal, wir gehen mal weiter gucken. Wir sind mal mutig. Aha. Sollen wir mal hier reingehen? Ach komm, wir gehen mal rein. Wir gehen mal gucken. Vielleicht finden wir ein paar Batterien. Oh, das sieht nicht gut aus. Ein Dokument. Der ist ja voll... Zermitscht. Zermitscht der Blutkäse. Okay, dann gucken wir mal Dokument. Von Helen Grant an Group 841... Murkoff Corporation. Betreff Projekt Warrider. Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Warrider bleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Okay, gut, ich habe mich ein bisschen verlesen. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt. Je weiter sich die gentechnische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Oh Mann, jetzt habe ich mich schon wieder verlesen. Okay, wir versuchen das. Ich versuche es noch. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helena Grant, Murkoff, Schadensbeteiligung, Abteilung.
Oh Mann, das sind ja voll die Schweine. Den kann keiner an die Karre pissen und die machen hier einfach hier mal hier schön ihre Experimente. Echt? Das ist ja mal voll krass, ey. Okay. Mal gucken, hier war auch noch eine Tür. A125. Nee, da will ich nicht reingehen. Die ist zu. Da will ich nicht reingehen. Wir gehen zum Sicherheitsterminal. Ach ja, Spaddel hat die Tür ja eingetreten. So, da können wir uns verstecken. Komm, wir probieren es nochmal. Hey, hey, hey! Was soll denn das? Au! Wer macht das, ey? Was soll das? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Alter, der Spacko, der will nicht, dass wir gehen und spritzt uns dann so ein Zeug. Und was ist das für ein Projekt? Wall Rider. Ja, da waren irgendwelche Soldaten, die sind da gerade reingegangen. Und das sah so aus, als hätte sie was angegriffen. Ich konnte es aber leider nicht so genau sehen. Okay, schnell wieder aufstehen. Los, steh auf, du schaffst das. Wo sind wir denn jetzt? Kreuze an der Wand. So, aufstehen. Unsere Kamera ist wie immer dabei. Das ist gut. Sehr gut. Alter, wir sind in einer Gummizelle. Das glaube ich doch jetzt nicht, ne? Der hat uns in eine Gummizelle gesteckt. Vergiss nicht, dass Notizen in deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du... Okay, gut, dann filmen wir mal. So, jetzt schreibt er wieder. Alter, rest in peace. Ruhet in Frieden, ja, danke. Hey, hey, hat er uns gerade aufgemacht? Oh, da. Klatsch. Alter, bleib mal ganz cool. Was macht der denn da? Hey, hey, ganz ruhig. Da unten stehen mehrere. Der ist da total am Ausrasten und der haut sich überall den Kopf an die Wand. Oh, kann man auch machen. So, der hat uns irgendwann die Tür aufgemacht. Warte mal, wir haben gerade etwas geschrieben. Nein, nicht da. Hier. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubte ich sei sein Zeuge für welche bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Oh, schon wieder verhakelt. Okay. Vater Martin heißt er also. Gut, dann schauen wir uns mal um, dass wir hier... Ja, die Tür geht natürlich nicht auf, weil es ja kein X. So, was ist hier mit? Oh Mann, voll der kranke Typ. Ja, da kommen wir... Nein, da kommen wir auch nicht durch. Ist zu... Alter, haben die hier voll das Gefängnis. Kann man... Nein, den kann man wahrscheinlich auch nicht aufmachen. Sollen wir da wirklich runtergehen? Ich weiß nicht. Was war das? Oh, scheiße. Alter, bleib ganz cool. Wir wollen dir nichts tun hier. Nein, nein, nein. Ich gehe lieber weg. Die können wir schließen. Das ist gut. Okay, oh. Oh, 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 oh. Da wollen wir nicht rein. Da wollen wir nicht rein. Ich mach mal die Tür zu, ne? Dann bist du schön in Ruhe. Wer ist das? Ja, ich bin... Was hast du gerade gesagt?
It would be implied. Not here. Alter, die sind nackt. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Was seid ihr denn für kranke Typen? Ihr kriegt nichts von mir, ihr kriegt keine Zunge, ihr kriegt keine Leber, das könnt ihr alles vergessen. Ihr Spackos. Zieht euch lieber mal eine Hose an. Echt, ey. Sollen wir hier wirklich runtergehen? Hier sind drei Typen. Kacke. Warte mal, wir gucken mal. Da steht nichts. Na gut. Okay. Wer ist das denn da hinten? Der ist weggelaufen. Und der da hinten kommt auf uns zu. Da ist eine Tür. Okay, wir beeilen uns. Warte mal. Erstmal Batterien nachladen. Die Spackos. Nein, die Spackos stehen immer noch da. Jungs. Ja, ich habe ein Gespenst gesehen. Keine Angst, ich tue niemandem was. Nur eine Zelle. Da ist noch eine Tür. Ich will den nicht zu nahe treten. Wir gehen lieber hierher. Guck mal. Naja. Ganz gut. Wow. Da war schon wieder was. Ja, bleib ganz cool. Hier ist ja gar nichts. Hey, hey, hey. Der sieht nicht mehr so gut aus. Hier ist ja nix. Okay, ich gehe wieder zurück. Ich habe keine Lust darauf. Nee, 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 nee. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Warte mal, geht. Ach, nö, ne? Ah, die Tür geht zum Glück nicht auf. Da ist ein anderer Vogel drin. Was? Ja, ja. Wir lassen dich in Ruhe. Gut. Ah, guck mal, können wir vielleicht da rüber springen? Ah, da sind aber die zwei Nackedeis. Ah, nee, können wir nicht. Hm. Kommen wir denn jetzt hier weg? Shit. Wir kommen hier nicht mehr weg. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Tschüss.